King of Queens ist eine der beliebtesten Sitcoms überhaupt. Und nach dem Serienende 2007 sorgen die Charaktere noch für Lacher. Im Mittelpunkt der Serie standen natürlich Doug und Carrie mit ihrem chaotischen Leben. Doch zum Alltag des Paares gehörten neben den Familienmitgliedern wie Papa Arthur selbstverständlich auch die besten Freunde der beiden. Einer von ihnen stach da besonders heraus. Spence Aldrin, Dougs etwas unbeholfener, nerdiger Freund aus Schulzeiten. Spence lebte bis ins Erwachsenenalter noch bei seiner Mutter und Glück mit den Frauen wollte er auch nicht so recht haben. Trotzdem entwickelte er sich schnell zum Fanliebling. Gespielt wurde Spence von Patton Oswalt, der sowohl in der Serie als auch im wahren Leben durch seine Körpergröße und Statur auffällt. Mit seiner humorvollen Art glänzte er auch nach dem Serienaus von King of Queens noch, auch wenn ihn seine Fans am liebsten als Spence in Erinnerung behalten. Patton Oswalts Karriere ging weiterhin steil bergauf. Er konnte in Filmen und Serien zahlreiche Rollen ergattern. Außerdem war er als Autor für die Sendung Mad TV tätig. Nach King of Queens war er 2007 unter anderem als Ratte Remy im Animationsfilm Ratatouille zu hören. In den darauffolgenden Jahren hatte der Schauspieler Auftritte in Erfolgsserien wie Community, Two and a Half Men, Modern Family oder Brooklyn Nine-Nine. Zwischen 2014 und 2020 war Patton Oswalt in verschiedenen Rollen in der Marvel-Serie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. zu bewundern. 2017 war der Schauspieler als Dr. Hazmady in der Horror-Comedy-Serie Santa Clarita Death zu sehen. In Veep, die Vizepräsidentin, spielte er bis 2019 Teddy Sykes. Auch in einigen Filmen wirkte der ehemalige King of Queens Star schon mit. So trat er 2018 in der Science-Fiction-Komödie Sorry to Bother You und 2019 in der Realverfilmung von Kim Possible auf. Als Synchronsprecher lieh Patton Oswalt 2019 im Film Pets 2 dem Hund Max seine Stimme. 2021 ist er im Horrorfilm The Spine of Night als Lord Pyrantine zu hören. Auch privat läuft es für den Schauspieler ziemlich gut, doch einen schweren Verlust musste er in der Vergangenheit trotzdem verkraften. 2016 starb seine erste Frau, die Krimi-Autorin Michelle McNamara, durch eine Arzneimittelwechselwirkung. Für den Schauspieler und seine damals 7-jährige Tochter ein echter Schock. Patton Oswalts kleine Tochter Alice ist aber der ganze Stolz ihres berühmten Papas und durfte sogar schon des Öfteren mit auf den roten Teppich. Sein Glück fand er auch 2017 mit seiner zweiten Frau, Meredith Salinger, wieder. Sie ist ebenfalls Schauspielerin. Für Patton Oswalt gab es also nach diesem tragischen Schicksalsschlag doch noch ein Happy End. Wir sind gespannt, mit welchen Projekten uns Spence aus King of Queens in Zukunft noch überraschen wird.